Alles begann eines Abends in einer Berghütte. Nach einem üppigen Abendessen erzählte uns der einheimische Wirt von seiner äußerst seltsamen Begegnung mit einem Tierwesen. Draußen, mitten in den winterlichen Wäldern. Seine Geschichte ließ uns nicht mehr los. Nur wenige Wochen später stellten wir ein Team von Spezialisten zusammen und finanzierten eine Expedition in dieses abgelegene Bergmassiv. Wir wollten dieses geheimnisvolle Tierwesen unbedingt finden. Kurz vor dem Start der Expedition kam unsere Begleitärztin mit einem geheimnisvollen Virus in Kontakt und wir mussten sie in Quarantäne zurücklassen. Unsicher, ob einer von uns sich vielleicht ebenfalls infiziert hatte, brachen wir Anfang Februar 2019 bei bitterer Kälte ins Unbekannte auf. War der Ausfall unserer Ärztin ein schlechtes Omen? Hätten wir dieses Zeichen deuten können? Nachdem wir unser Basislager errichtet hatten, suchten wir unter erheblichen Strapazen tagelang in den unzugänglichen Wäldern nach Spuren des Tierwesens. Wir kamen nur langsam voran und mehrmals waren wir nahe daran, unser Vorhaben aufzugeben. Bist du da runtergeflogen? Bist du da runter? Da? Am dritten Tag berichteten uns Schafhirten von einer Sichtung und wir sandten sofort unsere schnellsten Fahrer in die angegebene Richtung. Es gelang ihnen sogar, einen flüchtigen Blick auf das Wesen zu werfen, doch mussten sie leider wegen einem plötzlich auftretenden technischen Gebrechen die Verfolgung aufgeben. Wir waren demoralisiert und wir glaubten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an einen Erfolg der Expedition. Das Team war an einem moralischen Tiefpunkt angelangt. Zwei Tage später aber sollte sich die Situation endlich zu unseren Gunsten wenden. Wir waren bei gutem Wetter in lockerer Suchformation im offenen Gelände unterwegs, als ohne Vorwarnung das Tierwesen mit lässigen Schwüngern am Rande des Waldes auftauchte. Welch ein majestätischer Anblick! Das wahrscheinlich letzte rosa Pisteneinhorn begleitete unser gesamtes Team minutenlang über die sonnigen Berghänge bis fast ins Tal hinunter, bevor es wieder zwischen den Bäumen verschwand und nie wieder gesehen wurde. So wurde unsere Expedition doch noch zu einem Erfolg. Und wir werden die Begegnung mit dem legendären Pisteneinhorn niemals vergessen. Vor 2 Wochen schickte uns ein Wildhüter
spektakuläres Material über ein zotteliges Ungeheuer, welches in der Nähe eines Hüttendorfes gesichtet wurde. Ich habe das Team wieder zusammengerufen. In wenigen Tagen bringen wir die gesamte Ausrüstung zum Treffpunkt. Wir wollen noch einmal in diese abgelegenen Bergwälder vordringen und ein neues Abenteuer beginnen.